Gut, meine Damen und Herren, das ist der dritte und vorläufig letzte Vortrag über die Thermodynamik. Und in diesem Vortrag will ich Ihnen die G-Energie vorstellen, die Gibbs-Energie, auch freie Enthalpie oder Gibbs-Helmholtz-Energie genannt. Die spielt in der Biochemie eine überragende Rolle. Und auf dieser ersten Tafel will ich Ihnen vorstellen, das, was ich geschrieben habe, die Reversibilität chemischer Reaktionen, das Massenwirkungsgesetz und die Gleichgewichtskonstante K, die haben eine ganz besondere Beziehung zur Gibbs-Energie, die wird später klar werden. Und dieses Massenwirkungsgesetz ist älter als die Gibbs-Energie, 20 Jahre älter. Und deswegen will ich Ihnen das hier als erstes vorstellen. Wenn Sie sagen, das Massenwirkungsgesetz, das kenne ich, ich weiß, wie das entstanden ist, ich weiß, was das bedeutet, dann brauchen Sie sich diese Tafel nicht anzusehen und können direkt die nächste Tafel ansehen. Nun, wie hat man das Massenwirkungsgesetz entdeckt? Das sind diese beiden Arbeiten. Die erste Arbeit ist 1862 veröffentlicht worden, Berthelot und Saint-Gilles. Der Berthelot war ja einer der berühmtesten französischen Chemiker, einer von ganz, ganz vielen berühmten französischen Chemikern. Und die deutsche Übersetzung des Titels heißt Untersuchungen über die Affinitäten, über Bildung und Zersetzung der Äther. Und es geht um Ester, wie Sie sehen werden, aber der Titel ist so. Und die Arbeit ist ungefähr 200 Seiten lang und die können Sie lesen auf Deutsch in Ostwalds Klassikern der exakten Wissenschaften. Und was gemacht worden ist, darauf komme ich gleich. Und diese Arbeit, die ist die Basis, die experimentelle Basis der Entwicklung des Massenwirkungsgesetzes, denn diese Arbeit, die haben sich zwei norwegische Chemiker, Chemiker, Mathematiker angesehen, Waage und Guldberg, und zwei Jahre später, 1864, die Arbeit veröffentlicht, die ich hier geschrieben habe, Studies Concerning Affinity, natürlich die englische Übersetzung. Die können Sie also lesen, auch im Internet. Die Arbeit ist nur 3 Seiten lang, die kann man gut lesen. Die ganze Mathematik ist recht einfach, das ist das, was ich Ihnen hier geschrieben habe. Und das ist also die Entwicklung des Massenwirkungsgesetzes aus diesen Analysen von dem Berthelot und Saint-Gilles. Die haben sich also diese Arbeit angesehen und daraus das Massenwirkungsgesetz abgeleitet. Und der Weg ist folgender. Der Ausgangspunkt von Waage und Guldberg war zweierlei. Erstens haben sie sich gesagt, die chemischen Reaktionen sind reversibel, generell. Und dass es reversible Reaktionen gab, das war kein Zweifel, aber dass man generell die Reversibilität ins Zentrum setzte, das war neu, wenn man so will. Sie sind alle reversibel. Und das Zweite ist, dass sie gesagt haben, hier haben wir jetzt also ein riesiges Beobachtungsmaterial und von diesem Beobachtungsmaterial ausgehend, da können wir also versuchen, dieses Beobachtungsmaterial zu beschreiben, und aus dem haben sie dann eben dieses Massenwirkungsgesetz abgeleitet. Was war das Beobachtungsmaterial? Das ist ja der entscheidende Punkt. Nun, was haben Berthelot und Saint-Gilles gemacht? Das habe ich geschrieben. Sie haben die Reaktion von Alkohol und Säure analysiert zu Ester und Wasser. Und ich habe Ihnen eine Standardreaktion, die sehr intensiv analysiert worden ist, hier aufgeschrieben. Das wäre die Essigsäure und der Ethanol, die zu dem entsprechenden Ester und Wasser reagieren. Aber es gibt natürlich viele andere, Ameisensäure und Methanol nehmen und so weiter. Aber Essigsäure und Ethanol, das war also eine große Reaktion. Da haben Sie hunderte von solchen Ansätzen gemacht. Und die Ansätze sahen so aus, dass man gemischt hat jetzt in willkürlichen Mengen, zum Beispiel die Säure und den Alkohol. Und dann hat man das inkubiert und sich nach dem Verlauf der Reaktion analysiert und sich gefragt, in welchen Mengen liegt jetzt die Säure, der Alkohol, Ester und Wasser im Gleichgewicht vor, im Endzustand. Guldberg und Waage würden also sagen im Gleichgewicht und Berthelot und Saint-Gilles würden sagen im Endzustand. Und da haben sie also riesige Mengen von Ansätzen gemacht, und da kann man ja sehen,
Essigsäure und Ethanol kann ich in beliebigen Mengen mischen. Ich kann also riesigen Überschuss von Essigsäure dazu tun oder riesigen Überschuss von Ethanol und ich kann natürlich auch Ester dazu tun und Wasser dazu tun. Also da habe ich eine riesige Menge von solchen Mischungen, die ich ansetzen kann. Ich kann sehen, wie verändert sich die Konzentration der Komponenten und wie ist die Konzentration im Endzustand, wenn sie sich nicht mehr verändert. Und das ist das Ausgangsmaterial sozusagen, die Ausgangsdaten von Goldberg und Waage. Und Goldberg und Waage haben also gesagt, wir können vielleicht und wahrscheinlich eine Formel finden, mit der wir eben die Endsituation, nach beliebiger Ausgangssituation, bei der wir die Endsituation charakterisieren können, und das ist eben dieses Massenwirkungsgesetz. Und die Überlegung war folgendes, sie haben gesagt, ich habe hier also eine Hinreaktion und eine Rückreaktion. Und die Hinreaktion, Reaktion nach rechts, kann man so beschreiben, haben sie sich gesagt, dass man sagt, ich nehme einen Faktor Alpha und dann die Konzentration des Moleküls P, das wäre also hier zum Beispiel die Essigsäure, mit einem Exponenten A, den ich frei wählen kann, genau wie Alpha. Das kann ich so wählen, dass ich am Ende ein richtiges Ergebnis bekomme, mal Q hoch B. Q wäre also hier der Alkohol, wieder mit einem Exponenten B. Und das Gleiche gilt natürlich für die Rückreaktion. Die ist ja so beschrieben, dass man die Rückreaktion hat, man eine konstante Alpha-Strich und die Reaktionspartner hier, die heißen hier P-Strich und Q-Strich und die Exponenten heißen A-Strich und B-Strich. Das ist das Gleiche. Und der Witz ist nun der, dass Sie sich gesagt haben, wenn man das jetzt zusammengießt, dann habe ich eine Reaktion. Und in der Reaktion werden jetzt Komponenten verbraucht. Nehmen wir an, wir würden diese beiden hier zusammengießen, dann würde jetzt ja die Reaktion nach rechts gehen und ich würde also jetzt Essigsäure verbrauchen. Nehmen wir an, wir würden jetzt x Moleküle Essigsäure verbrauchen, dann hätte ich davon nur noch im Gleichgewicht nicht p, sondern p minus x. Und diese Gleichgewichtskonzentration p minus x, die werde ich nachher groß p nennen. Aber ich habe also jetzt P minus X und hier habe ich natürlich Q minus X und hier habe ich das plus X. Wenn ich am Anfang gar nichts hatte, dann habe ich nur das X und ansonsten habe ich eben P' plus X. Und das ist also das, wie ich diese Reaktion beschreiben kann. Und Goldberg und Waage haben gesagt, wenn das so ist und diese Formeln gelten, dann muss in der Gleichgewichtssituation die Hinreaktion und die Rückreaktion mit der gleichen Geschwindigkeit erfolgen. Und das ist diese Gleichung. Die Reaktion nach rechts ist Alpha mal P minus X jetzt. In der Gleichgewichtssituation habe ich hier gerade X verbraucht, sodass ich im Gleichgewicht die Hinreaktion gleich der Rückreaktion ist. P minus X hoch A mal Q minus X hoch B gleich Alpha Strich Rückreaktion P Strich plus X. Das, was ich hier verloren habe, habe ich ja auf der anderen Seite gewonnen, mal Q Strich plus X hoch B Strich. Das ist also die Situation im Gleichgewicht. Im Gleichgewicht, da kann ich diese beiden Seiten eben gleichsetzen, weil die Hinreaktion und die Rückreaktion eben sich das Gleichgewicht geben. Das ist der einfache Kern dieser Überlegung. Und das ist praktisch das Massenwirkungsgesetz. Denn jetzt müssen Sie das nur umformen, das ist das Massenwirkungsgesetz. Sie nehmen Alpha Strich auf diese Seite, da haben Sie Alpha durch Alpha Strich, das habe ich geschrieben, Alpha durch Alpha Strich, und dieses Produkt tun Sie auf die andere Seite. Dann haben Sie dieses Produkt hier oben im Zähler und dieses Produkt im Nenner, und das ist das Massenwirkungsgesetz. Ich habe das jetzt nur etwas abgekürzt geschrieben, Alpha durch Alpha Strich ist die Gleichgewichtskonstante K, und hier oben für die Gleichgewichtskonzentration, das wäre ja jetzt hier zum Beispiel P' plus X, da habe ich einfach groß P' geschrieben, um die ganzen X wegzulassen. Im Gleichgewicht habe ich ja eine Gleichgewichtskonzentration davon. Und das ist eben die Konzentration P' und entsprechend Q' P und Q. Und das ist die direkte Formulierung des Massenwirkungsgesetzes. Und das ist also die Hoffnung. Und dass man sagen kann, das ist vielleicht die Situation und das kann man ja jetzt testen. Denn der Berthelot und Saint-Gilles hatten ja hunderte von solchen Reaktionen zusammengegossen und abgewartet, was am Ende rauskam. Und da muss man nur diese Endsituation, die muss man hier einsetzen und versuchen, Exponenten A', B', A und B zu finden,
bei denen immer eine konstante K rauskommt. Die Frage ist, gibt es das? Und das gibt es. Das kann man machen. Und dann hat man also diese Exponenten und die konstante K. Und dann kann man sagen, immer, was der Berthelot und Saint-Gilles auch gemacht haben, am Ende kann ich das immer in diese Formel einsetzen und die stimmt. Und das habe ich geschrieben. Mit A gleich 1. Und man muss ja die Exponenten jetzt, die könnte man ja noch wählen. Mit A gleich 1 und B und A war 1, sagen wir so. Und die anderen drei Exponenten, die man hat, die waren alle 0,8. Sie waren nicht ganz genau 0,8, aber ganz in der Nähe von 0,8. Und K gleich 2 stimmte das immer. Da konnten die zusammengegossen haben, was auch immer sie wollten. Am Ende gab das, wenn man das einsetzte, kam man immer zu dieser Formel, dass das gleich dieses eigenartige Produkt, dass das gleich 2 war. Und das ist also die Ableitung sozusagen des Massenwirkungsgesetzes, die Entdeckung des Massenwirkungsgesetzes an diesem einfachen Beispiel. Und wenn Sie das jetzt mit der modernen Situation vergleichen, werden Sie sagen, die Exponenten sind ja die stöchiometrischen Koeffizienten hier, die müssten immer 1 sein. Und das ist hier jetzt nicht so gewesen. Der Grund ist natürlich wahrscheinlich der gewesen, dass in diesen Messungen es oft schwer ist, die Gleichgewichtssituation zu erreichen. Das dauert manchmal sehr lange. Und wenn das Gleichgewicht nicht ganz erreicht ist, dann hat man natürlich falsche, in Gänsefüßchen, Messungen für die Gleichgewichtskonzentration. Und die Messungen sind ja richtig, aber es ist eben nicht das Gleichgewicht. Und diese Formel gilt ja nur für das Gleichgewicht und deswegen hat man diese Abweichung. Und das ist aber die Entdeckung des Massenwirkungsgesetzes für diese einfache Situation mit den stöchiometrischen Koeffizienten 1. Und das Ausgangsmaterial waren eben diese riesigen Messungen von Berthelot und Saint-Gilles. Und diese Zahlen hier, die gelten jetzt speziell für Essigsäure und Ethanol. Und wenn man jetzt hier Ameisensäure und Methanol hat, dann würde man andere Zahlen haben. Dann hätte man nicht K gleich 2, sondern K gleich 1,5 oder K gleich 3, das weiß ich nicht. Und das könnte man aber so machen. Und das ist also das ist die Entdeckung. Waage und Guldberg haben selbst noch Analysen gemacht, auch Experimente gemacht, und zwar mit der Reaktion Bariumsulfat und Kaliumcarbonat zu Bariumcarbonat und Kaliumsulfat. Das ist also eine Reaktion mit Salzen und die kann man ebenfalls nach dieser Methode hier beschreiben. Sie sehen ja, da können Sie also die verschiedensten Mischungen einsetzen und dann können Sie abwarten, was Sie bekommen, und dann können Sie das Massenwirkungsgesetz, die Existenz eines solchen Massenwirkungsgesetzes testen. Und das ist also die Entdeckung. Die moderne Version, die habe ich Ihnen jetzt hier drunter geschrieben, die kennen Sie ja aus den Büchern, das will ich jetzt nicht im Detail nochmal erläutern. Nehmen wir die Reaktion A mal A plus B mal B zu C mal C plus D mal D. Könnten Sie sagen, das ist vielleicht die Verbrennung von Methan. Methan und Sauerstoff gibt Kohlendioxid und Wasser. Und dann kann man ja sagen, die Hinreaktion, die Hinreaktion ist eine konstante Alpha mal der Konzentration von A hoch dem stöchiometrischen Koeffizienten, klein a. Konzentration von B mal hoch klein b. Und die Rückreaktion ist natürlich das gleiche mit einem Koeffizienten Alpha Strich. Und im Gleichgewicht sind die Reaktionen gleich, genau wie hier. Und dann würden Sie also sagen, dieses Produkt ist gleich diesem Produkt. Das können Sie sich hier rechts vorstellen. Und dann haben Sie also dieses Produkt gleich diesem Produkt. Und wenn Sie dann dieses Alpha-Strich nach links nehmen, dann haben Sie Alpha durch Alpha-Strich. Und dann müssen Sie dieses Produkt nach unten nehmen auf der rechten Seite. Dann kommen Sie genau hier hin. Und dann ist das also diese Gleichung, die Sie bekommen, diese Gleichung, die Sie bekommen im Gleichgewicht. Denn nur im Gleichgewicht ist die Hinreaktion gleich der Rückreaktion. Dann können Sie das gleichsetzen, dann bekommen Sie das. Und dann haben Sie die Gleichgewichtskonzentration. Und dafür gilt das also. Das ist ganz einfach zu sehen. Und Alpha durch Alpha Strich ist eine Konstante und das ist eben die Gleichgewichtskonstante. Diese Gleichung ist einfach zu erkennen, einfach zu verifizieren,
solange die stöchiometrischen Koeffizienten 1 sind. Da ist das kein Problem, da ist das sehr einleuchtend. Denn Sie sehen ja, wenn Sie jetzt A und B haben, das wäre also hier zum Beispiel die Koeffizienten 1, Essigsäure und Ethanol. Wenn Sie, ich habe Ihnen das mal hier aufgezeichnet, jetzt sehen wir, das Blaue wäre die Essigsäure und das Rote wäre das Ethanol, dann ist natürlich die Reaktion, setzt voraus den Zusammenstoß der beiden Moleküle. Und Sie sehen, wenn Sie das eine Molekül in der Konzentration verzehnfachen, dann werden die Zusammenstöße 10-mal häufiger und die ganze Sache, die Reaktion wird 10-mal häufiger. Und das gilt für das andere Molekül natürlich auch. Und wenn Sie beide Moleküle verzehnfachen, dann wird das Ganze, wird das 100-mal häufiger. Das ist das Produkt der Einzelwahrscheinlichkeiten. Und das heißt, oder der Konzentration. Und das heißt also, in dem Sinne ist es also plausibel natürlich, dass man sagt, die Reaktion ist proportional zu der Konzentration mal der Konzentration und die Exponenten wären hier 1. Und das ist also plausibel und das ist auch leicht nachzuvollziehen und so ist es ja auch. Aber wenn die Koeffizienten jetzt nicht 1 sind, dann ist das Ganze keineswegs plausibel und einfach nachzuvollziehen, aber es gilt. Und das kann man experimentell zeigen. Man kann eben genau wie hier eben solche Reaktionen mit anderen stöchiometrischen Koeffizienten ansetzen und kann dann diese Formel machen hier und kann damit, man kann die Endkonzentration in diese Formel einsetzen, in diesen Quotienten. Und dann kann man ja sehen, ob, wenn man das anwendet, man immer auf die gleiche Größe K kommt. Und das Erstaunliche ist, dass man das tut. Das ist wirklich sehr erstaunlich, muss man sagen. Das ist keineswegs intuitiv leicht zu verstehen. Und ich habe dazu geschrieben, jeder Reaktionsquotient Q nimmt im Gleichgewicht den Wert K an. Das bedeutet Folgendes, dieser Ausdruck hier, den haben Sie ja auch am Anfang Ihrer Reaktion mit Konzentrationen C, D, A und B, die nicht die Gleichgewichtskonzentrationen sind. Das ist der Reaktionsquotient. Den setzen Sie zusammen. Hier oben sehen Sie das ja. Da können Sie zusammengießen, was Sie wollen. Hier haben Sie die verschiedensten Reaktionsquotienten. Und dann warten Sie und dann bekommen Sie eine Reaktion und bekommen am Ende diese Komponenten in einer Gleichgewichtskonzentration. Und wenn Sie diese Gleichgewichtskonzentration nehmen und in diese Formel einsetzen, dann bekommen Sie immer diese gleiche Größe K. Ganz egal, was Sie am Anfang reingetan haben, also in welchen Mengen Sie das reingetan haben. Am Ende dieser Reaktion bekommen Sie hier die verschiedensten Konzentrationen C, D, A oder B. Aber wenn Sie diesen Quotienten mit den Exponenten bilden, dann gibt das immer K. Das ist sehr erstaunlich im Grunde und keineswegs intuitiv leicht zu verstehen. Aber das ist so und das ist hier also eine experimentelle Erfahrung. Und diese experimentelle Erfahrung, die kann man thermodynamisch beweisen, dass das so ist. Den Beweis, den werde ich Ihnen in 2 oder 3 Tagen später darstellen. Aber das ist also ganz und gar nicht plausibel sozusagen, sondern es ist eigentlich sehr erstaunlich, dass dieser Reaktionsquotient, ganz egal wie Sie ihn am Anfang machen, am Ende immer diesen Wert K annimmt. Ja, das ist das, was ich zu der Entdeckung des Massenwirkungsgesetzes sagen wollte. Und ich habe Ihnen hier noch eine einfache Anwendung aufgezeichnet, die Ihnen zeigt, wie nützlich dieses Gesetz ist und insbesondere wie nützlich die Gleichgewichtskonstante K ist. Ich habe geschrieben, wenn man K kennt, kann man für jedes Q die Endsituation der Reaktion berechnen. Für jedes Q bedeutet für jeden Reaktionsquotienten Q, den ich einsetze, kann ich immer berechnen, wie wird die Situation im Gleichgewicht an der Endsituation aussehen. Das will ich Ihnen an diesem Beispiel hier darstellen. Das ist natürlich sehr interessant, wenn ich voraussagen kann, wie meine Gleichgewichtssituation aussehen wird. Als Beispiel habe ich geschrieben, die Ammoniaksynthese, 1 mol Stickstoff plus 3 mol Wasserstoff gibt 2 mol Ammoniak. Der Gleichgewichtskoeffizient soll in dieser Situation jetzt mal 0,1 sein für diese Reaktion. Und nicht für diese Situation, aber zum Beispiel hängt er sehr stark von der Temperatur ab. Deswegen, also er soll jetzt 0,1 sein, der Gleichgewichtskonstante. Und ich will als Ausgangsmaterial
einen Einsatz machen von 0,25 Mol Ammoniak in 1 Liter Volumen. Ich nehme einen Kolben 1 Liter und tue da 0,25 Mol Ammoniak rein und ich möchte wissen, wie sieht das aus im Gleichgewicht, wenn diese Reaktion, die jetzt stattfindet, eben abgelaufen ist. Die Ausgangssituation, den Ausgangsreaktionskoeffizienten, Reaktionsquotienten habe ich hier geschrieben. Das ist die Konzentration von Ammoniak zum Quadrat durch die Konzentration von Stickstoff hoch 1 mal die Konzentration von Wasserstoff auch hoch 3. Hier habe ich ja 3. Die sind beide 0. Und deswegen sieht der Ausgangsquotient der Reaktion so aus. Und die Frage ist, wie sieht der also aus im Gleichgewicht? Und das kann man leicht ausrechnen und dafür macht man eine Tabelle. Und die Tabelle sieht immer so aus, wie ich es hier jetzt dargestellt habe. Man zeichnet hier, man schreibt hier oben hin die Komponenten, die man hat. Stickstoff, Wasserstoff, Ammoniak in dem Fall. Und darunter, was ist am Anfang? 0 Mol pro Liter Stickstoff, 0 Mol pro Liter Wasserstoff und 0,25 Mol pro Liter Ammoniak. Das ist die Ausgangssituation. Und jetzt habe ich ja eine Reaktion und die Reaktion verbraucht jetzt in diesem Falle Ammoniak. Und wenn ich jetzt μ Mol Ammoniak verbraucht habe, dann schreibe ich das darunter, was ich dann habe. Dann habe ich von dem Ammoniak 0,25 minus μ. Und was habe ich dann von dem Stickstoff? Wenn ich μ-Moleküle Ammoniak verbraucht habe, dann habe ich μ-Atome Stickstoff. Und die μ-Atome Stickstoff, die geben mir μ-halbe Moleküle Stickstoff. Und das ist das hier, das Stickstoff N2. Das sind diese μ-halbe, 1,5 μ, das habe ich bekommen. Und wenn ich hier diese μ-Ammoniak verbraucht habe, was bekomme ich an Wasserstoff? Ich bekomme 3 μ Wasserstoffatome, das sind 3 halbe μ Wasserstoffmoleküle. Das ist die Wasserstoffmoleküle, ist 3 halbe. Also wenn ich hier 1 μ verbraucht habe, habe ich hier 1,5 μ gewonnen und hier 3 halbe μ. Das ist ganz einfach zu rechnen. Und das kann ich natürlich jetzt, wenn mir die halben nicht gefallen, kann ich sagen, gut, die halben, mit denen rechne ich nicht gerne, dann kann ich sagen, dann ziehe ich eben einfach 2 μ ab. Ich kann ja hier beliebig abziehen sozusagen und dann habe ich hier, wenn ich 2 μ abziehe, dann bekomme ich hier 1 μ Stickstoff und 3 μ Wasserstoff. Das gilt also ganz generell, diese Tafel sozusagen. Und die beschreibt also jetzt die Reaktion, die Veränderung von Q, wenn der Ammoniak abnimmt. Und der Witz ist nun der, dass man sagt, diese Reaktion, die soll ja im Gleichgewicht diese Gleichgewichtsbedingung des Massenwirkungsgesetzes erfüllen mit einer Reaktionskonstante K und die soll 0,1 sein. Und dann kann ich das anwenden, dann kann ich sagen, der Reaktionsquotient, den ich hiermit mache, der soll im Gleichgewicht die Größe 0,1 haben. Und das habe ich geschrieben. Im Gleichgewicht soll dieser Reaktionskoeffizient, den ich hier zusammensetze, entweder aus dieser Zeile oder aus dieser Zeile, den Wert 0,1 haben. Wenn man diese Zeile dafür nimmt, dann steht da 0,25 minus 2 μ zum Quadrat, das ist diese 2 hier von der Stöchiometrie, durch μ, das ist dieses μ, hoch 1 mal 3 μ, das sind diese 3 μ, die beziehen sich auf den Wasserstoff und das ist diese 3 als Exponent. Und das steht also dann hier als Reaktionsquotient, im Gleichgewicht ist der 0,1. Und dann kann ich natürlich hieraus μ ausrechnen. Das ist μ im Gleichgewicht. Der Witz ist eben der, da habe ich dieses 0,1 eingesteckt jetzt. Und wenn ich das ausrechne, dann stellt sich heraus, μ ist, für solche Gleichungen gibt es zwei Lösungen. Mathematisch sind die gar nicht so leicht zu behandeln. Eine Lösung ist 0,114 und die andere ist minus 1,3. Nun, minus 1,3 kann auf keinen Fall stimmen, denn ich hatte ja nur 0,25 Mol reingetan. Da kann ich ja nicht minus 1,3 davon verbrauchen. Also kann ich, als einzige Lösung, sinnvolle Lösung ist μ gleich 0,114. Und Sie sehen, μ ist hier die Konzentration von dem Stickstoff. Und das heißt also, hieraus geht vor, die Stickstoffkonzentration ist 0,114 Mol pro Liter.
Und die Wasserstoffkonzentration, die ist 3 μ, die ist das Dreifache. Wenn Sie das 114 mal 3 nehmen, dann kommen Sie auf 342. Das ist also 0,342 mol pro Liter Wasserstoff. Und die Ammoniakkonzentration ist 0,25 minus 2 μ. Das ist 0,25 minus 0,228. Das ist 0,022 mol pro Liter Ammoniak. Das ist also das einfache Ergebnis. Das kann man immer so machen. Auch wenn man jetzt hier nicht nur, wie ich es hier gemacht habe, Ammoniak reintut, sondern Sie können hier auch Stickstoff, Wasserstoff und Ammoniak reintun. Dann bekommen Sie hier eben einen anderen Ausgangsquotient. Hier machen Sie genau die gleiche Rechnung, hier machen Sie das gleiche und dann bekommen Sie wieder die Endsituation. Das ist also der wunderbare Nutzen, den man sieht, den die Gleichgewichtskonstante also hat. Sie können sagen, wenn ich den Anfangsreaktionsquotienten Q kenne, dann kann ich den Endzustand auf diese Weise berechnen. Ja, das ist also die Entdeckung des Massenwirkungsgesetzes und die Entdeckung der Energie G, das ist das, was auf der nächsten Tafel dann folgt. Und Herren, dann will ich Ihnen hier also jetzt die Energie G erläutern. Das habe ich geschrieben, die Gibbs-Energie G gleich H minus T mal S und die Richtung chemischer Reaktionen. Sie sehen, die G-Energie ist also eine Kombination von bekannten Größen. H minus T mal S. H ist die Enthalpie, T die absolute Temperatur und S die Entropie. Die Größen kennen Sie alle. Und insofern gibt es keine prinzipielle neue Größe, sondern diese Neukombination. Sie sehen daran auch, H, T und S sind ja Zustandsfunktionen. G ist also eine neue Zustandsfunktion und sie ist extensiv, denn H und S sind ja extensiv. T ist intensiv, aber insgesamt ist das natürlich eine extensive Zustandsfunktion. Zusammengesetzt aus den alten Zustandsfunktionen sozusagen. Damit das Ganze jetzt nicht zu abstrakt wird, will ich sagen, an einem Beispiel, was das im Prinzip bedeuten könnte zum Beispiel. Stellen Sie sich vor, Sie haben auf dem Tisch stehen einen Topf mit einem Liter 1 Molar Glucose in Wasser. Der Topf ist nach oben offen, P gleich konstant, bei Raumtemperatur, Standardbedingungen, Atmosphärendruck. Und dann hat die Glucose in diesem Topf, die hat eine bestimmte H-Energie. Diese H-Energie, die können Sie nachgucken in der Tabelle, weil es 1 Molar und Standardbedingungen sind. Und das ist diese Größe H. Und dann gehen Sie in die Tabelle und gehen in eine andere Zeile und gucken nach die Entropie S für dieses Mol von Glucose. Die finden Sie auch. Und das multiplizieren Sie mit der Temperatur, die vorhanden ist, also knapp, also 298 Kelvin bei Raumtemperatur. Und dann bekommen Sie dieses Produkt T mal S. Und dieses Produkt ist eine Energie, denn die Entropie hat die Dimension Joule pro Mol mal Kelvin. Wenn Sie das mit Kelvin multiplizieren, bleibt Joule pro Mol übrig. Und das ist eben eine Energie pro Mol. Und damit haben Sie die, könnte man sagen, wenn man jetzt das unbedingt will, die S-Energie sozusagen für Ihr Mol Glucose. Und dann nehmen Sie die H-Energie, ziehen diese T mal S-Energie ab. Dann haben Sie die G-Energie, die in dem Topf ist. Das ist also eine anschauliche Beschreibung für das, worum es letztlich geht. Diese G-Energie, die man aus der H- und T mal S-Energie macht. Wie man jetzt auf diese eigenartige Energie kommt und warum sie so wichtig ist, das will ich Ihnen hier unten darstellen. Ich will hier oben nochmal 3 Punkte erläutern aus den vorigen Vorträgen, die man im Kopf haben sollte. Und die will ich nur noch mal kurz zusammenfassen, damit das Ganze eben mit einiger Sicherheit verständlich wird. Das erste ist natürlich die Enthalpie H. Das war der erste Vortrag im Wesentlichen. Die stammte ja aus den Arbeiten vom Hess ab. Und ich habe geschrieben, also nur relativ messbar, daran müsste man sich erinnern, aus der isobaren Synthese des Moleküls, aus der stabilsten Form der Atome, die laut Übereinkunft
die Bildungsenthalpie 0 haben. Die stabilste Form hat die Bildungsenthalpie 0. Delta HF 0 heißt Delta H ist die Enthalpie der Bildung, F steht für Formation Bildung und 0 steht für Bildung unter Standardbedingungen. Unter Standardbedingungen, sagen wir mal, wird Glucose oder Ammoniak gebildet aus den Atomen in der Standardkonfiguration. Für das Kohlenstoff war die Standardkonfiguration zum Beispiel das Graphit. Und das war ja die Definition. Das Ganze in offenen Gefäßen unter Atmosphärendruck. Man könnte sagen, als Beispiel jetzt, um das nochmal zu erläutern, man könnte sich vorstellen, man hat also diese Reaktion jetzt, diese formale Reaktion, 1 Mol Stickstoff plus 1 Mol Stickstoff plus 3 Mol Wasserstoff zu 2 Mol Ammoniak und hat dabei festgestellt, dass in dieser Reaktion jetzt 92 Kilojoule Wärme freigesetzt werden. Und was bedeutet das jetzt in der Sprache der Enthalpie? Man würde sagen, für 1 Mol Ammoniak, da würde ich also 46 Kilojoule Wärme bekommen. Und in der Sprache der Enthalpie würde man sagen, die rechte Seite dieser Reaktion, der Ammoniak, hat einen Wärmeinhalt, eine H-Energie, die um 46 Kilojoule kleiner ist als die linke Seite der entsprechenden Reaktion. Die Bausteine für 1 Mol Ammoniak verglichen mit den molekularen Bausteinen im Sinne von N2 und H2. Und das ist also die Interpretation im Sinne, oder die sprachliche Darstellung im Sinne der Enthalpie. Das heißt also Delta H Formation unter Standardbedingungen für den Ammoniak wäre minus 46 Kilojoule pro Mol. Die innere Wärmeenergie ist um 46 Kilojoule kleiner als die Wärmeenergie der Ausgangsprodukte. Und diese Differenz, diese Abnahme, die tritt auf als Wärme in der Umgebung, als positive Wärme in der Umgebung. Das muss man sich eben klar machen. Dieses Vorzeichen ist immer das Hauptproblem bei der Geschichte. Und dann will ich Sie noch erinnern, dass man das natürlich auch für die Reaktionen machen kann. Hier ging es ja jetzt um die Bildung von Glucose oder Ammoniak oder Ethanol und so weiter aus den Atomen, die formale oder auch reale Bildung, wie Sie wollen, aus den Atomen. Und jetzt geht es also um Reaktionen zwischen vielen Molekülen. Und da hatte man also jetzt auch die Standardreaktionsenthalpie definiert. Und für die Reaktion A mal A plus B mal B zu C mal C plus D mal D, würde man das also schreiben folgendermaßen. Man würde sagen, ich nehme für C mal C, gehe ich hin und sehe mir an, wie groß ist die Bildungsenthalpie für das Molekül C und das für ein Mol davon, das nehme ich aus der Tabelle und das multipliziere ich mit der Zahl klein c der Mole. Und dann habe ich die entsprechende Größe c mal c. Das gleiche mache ich für d mal d und dann addiere ich das Ganze. Und dann gehe ich nach links und mache das gleiche. Ich gehe zum Molekül A, nehme die Standardbildungsenthalpie, multipliziere sie mit der Zahl der Mole klein a und so weiter. Dann habe ich also die rechte Summe und die linke Summe. Und dann nehme ich die rechte Summe und ziehe davon die linke Summe ab. Und dann habe ich das für die Reaktion, die Standardbildungsenthalpie für die Reaktion. Delta H Reaktion, nicht F, sondern Delta H Reaktion, 0 unter Standardbedingungen. Raumtemperatur, 1 Mol Atmosphärendruck und so weiter. Das hört sich jetzt kompliziert an und sieht kompliziert aus, ist aber im Grunde ganz, ganz einfach. Und um Ihnen das zu zeigen, wie einfach das ist, habe ich also hier rechts nochmal so eine praktische Reaktion aufgeschrieben, die dieser formalen entspricht. 1 Mol Methan plus 2 Mol Sauerstoff zu 1 Mol Kohlendioxid und 2 Mol Wasser. Das ist natürlich alles gasförmig, aber nur beim Wasser habe ich es geschrieben, denn das Wasser könnte ja auch flüssig sein, dann würde die thermochemisch anders aussehen. Deswegen habe ich also 2H2OG gasförmig geschrieben. Und wenn Sie diese Reaktion jetzt hier betrachten, dann gehen Sie so vor, dass Sie in die Tabelle gehen und sehen, wie groß ist die Bildungsenthalpie für 1 Mol Kohlendioxid und multiplizieren das mit 1. Wie groß ist sie für 1 Mol gasförmiges Wasser und multiplizieren das mit 2 und addieren das. Dann ist das dieser Ausdruck. Und das gleiche machen Sie links. Sie gehen in die Tabelle und gucken für 1 Mol Methan, multiplizieren das mit 1 und so weiter. Hier sehen Sie Sauerstoff, das hat ja H gleich 0, aber das addieren Sie eben. Und dann haben Sie diese rechte Klammer und die linke Klammer und dann
ziehen Sie die Linke von der Rechten ab. Das ist diese Sache. Das ist im Grunde ganz, ganz, ganz einfach. Der sieht nur etwas kompliziert aus. Das ist also die Enthalpie. Die Entropie, da will ich Sie ebenfalls erinnern, an die Entropie in dem zweiten Vortrag, die gibt es in der Version von Clausius und von Boltzmann. Und die ist absolut messbar. Clausius würde also jetzt so vorgehen, dass man sagt, man geht vom Zustand T gleich 0, dem absoluten Nullpunkt, mit S gleich 0 aus und summiert auf einem reversiblen Weg die reduzierten Wärmen. Und dann bekommt man S, die Entropie. Das ist das Integral der reduzierten Wärmen, dQ durch T. Und das habe ich Ihnen ja im Detail erläutert. Und dann bekommt man also S0 unter Standardbedingung, wenn man hingeht bis zu der Standardbedingung. Also unter einer Atmosphäre, Raumtemperatur und so weiter, mit einem Mol, dann bekäme man zum Beispiel für den Ammoniak, der jetzt gasförmig vorliegen soll, 192,5 Joule pro Mol mal Kelvin. Das ist eine Tabellengröße, die kann man ansehen. Und das wäre also die Methode nach dem Clausius. Und Delta S für die Reaktion macht man ganz analog wie für die Delta H der Reaktion. Man nimmt genau diese gleiche Rechenmethode und geht hier genauso rein, nur man setzt hier nicht ein H, sondern S aus der Tabelle. Eben die Entropien. Und dann macht man genau die gleiche Rechnung und kriegt die Entropie, die Standardentropie für die Reaktion. Die Entropiebilanz der Reaktion. Und das ist also ganz einfach wieder. Und dann habe ich hier noch aufgeschrieben, der Vollständigkeit halber, obwohl wir das jetzt hier nicht brauchen, die Boltzmann-Version der Entropie, S gleich K mal L in W. Und W war die Zahl der Mikrozustände im unordentlichsten Makrozustand. Und K war diese winzige Boltzmann-Konstante. 10 hoch minus 23 ist die Dimension. Joule pro Kelvin. Und dann als letztes, was wichtig ist, entscheidend ist für diese Tafel, der zweite Hauptsatz. Ich habe geschrieben, die Entropie eines abgeschlossenen Systems strebt einem Maximum zu. Das heißt, Delta S größer gleich 0. Das ist die Tatsache, oder dieser Satz sagt eben, dass in einem abgeschlossenen System, wenn etwas vor sich geht in dem System, dann ist es ja immer spontan. Abgeschlossenes System, da habe ich ja keine Eingriffsmöglichkeiten von außen. Dann ist es also spontan und diese spontanen Prozesse sind immer verbunden mit einer Zunahme der Entropie. Und Entropie gleich 0 würde bedeuten, dass das ein Gleichgewicht ist, das Ruhe ist. Und die Ruhe ist ja nur eine äußerliche Ruhe. In Wirklichkeit ist es so, dass die Hinreaktion und die Rückreaktion sich gegenseitig aufheben sozusagen. Und diese scheinbare Ruhe, da hat man eben dann Delta S gleich 0. Das ist die Behauptung. In einem abgeschlossenen System kann die Entropie also nie abnehmen. Gut, wenn man sich das nochmal vergegenwärtigt hat, dann kann man jetzt also zu dieser Energie G kommen. Und das will ich Ihnen hier unten darstellen. Ich habe dafür jetzt hier dargestellt, hier schematisch, ein spontaner Prozess in einem abgeschlossenen System. Und für diesen spontanen Prozess in dem abgeschlossenen System, da kann man eine Aussage machen. Und man kann nämlich aus diesen Daten hier sagen, die Entropie in diesem System, in dem Prozess, bei diesem spontanen Prozess, die muss zunehmen. Und das ist jetzt die Grundlage der folgenden Überlegungen. Man kann sagen, gut, ich nehme mir diesen spontanen Prozess jetzt vor und stelle mir das so vor, wie ich das hier schematisch gezeichnet habe. Das sei also jetzt der rosa Raum, das sei mein Labor, das sei nach außen jetzt abgeschlossen. Das heißt, es gibt jetzt keinen relevanten Wärme- oder Teilchenaustausch nach außen oder Materieaustausch nach außen, das sei mein Labor. Und das ist ein Reaktionsgefäß hier, in dem ich jetzt eine Reaktion ablaufen lasse. Nehmen wir an, zum Beispiel sowas wie Alkohol und Säure zu Ester und Wasser, wie der Berthelot und der Saint-Gilles das gemacht haben. Und das gieße ich zusammen, vielleicht alle vier Komponenten, und ich setze mein Röhrchen hier hin und dann lasse ich die Reaktion ablaufen.
Und die Frage, die mich jetzt beschäftigt, ist natürlich, dass ich sage, in welcher Richtung funktioniert das jetzt? Wenn ich da Alkohol, Säure, Ester und Wasser reingetan habe, dann weiß ich ja nicht genau, in welche Richtung wird das reagieren. Und das will ich jetzt mit dieser, vor dem Hintergrund dieser Thermodynamik eben analysieren. Und ich weiß von dieser Reaktion aber eins, ich kann sagen, die Reaktion wird so ablaufen, dass die gesamte Entropieänderung in dem Röhrchen und in dem Labor zusammengenommen wächst. Das weiß ich. Und aus diesem Wissen, da kann man jetzt die Reaktion, den Reaktionsablauf beschreiben. Das werden Sie sehen und dabei kommt man auf diese Größe, auf diese Energie G. Wie funktioniert das? Nun, man kann sagen, gut, ich habe also hier meine Reaktion und ich habe also außen im Labor T soll konstant sein und P soll auch konstant sein. Ich arbeite also in offenen Gefäßen unter Atmosphärendruck und hier habe ich mein Röhrchen, das hat auch die Temperatur T, da läuft die Reaktion ab. Und bei der Reaktion habe ich eine Veränderung der Enthalpie und eine Veränderung der Entropie in meiner Reaktion. Und was ich jetzt weiß, ist eben, dass in der Reaktion die Entropie zunimmt. Und das habe ich jetzt nicht richtig gesagt. In der Reaktion nimmt die Entropie in dem Sinne, oder was ich weiß, ist, dass in der Reaktion die Gesamtentropie, das ist jetzt der entscheidende Punkt, dass die Gesamtentropie in der Reaktion selber und in der Umgebung zunimmt. So muss man sagen. Und die Änderung der Entropie im Reaktionsgefäß, die kann ich bestimmen, indem ich jetzt zum Beispiel diese Version 2 hier anwende mit dieser Summenbildung, die ich Ihnen hier dargestellt habe. Und das Problem ist jetzt aber, die Entropie in der Umgebung, in meinem Labor in den Griff zu kriegen. Denn da habe ich ja auch eine Entropieänderung, die Entropieänderung muss ich auf jeden Fall analysieren, denn das Ganze bezieht sich ja auf die Reaktion und das Labor. Und wie sieht jetzt die Entropieänderung im Labor aus? Da kann man Folgendes sagen. Die entsteht, diese Energieänderung im Labor entsteht, dadurch, dass Wärme ausgetauscht wird zwischen meinem Reaktionsgefäß und dem Labor. Das ist der Prozess, bei dem die Entropie im Labor geändert wird. Wenn Wärme aus dem Reaktionsgefäß in das Labor kommt, dann habe ich Q durch T, die Wärme durch die Temperatur, bei der ich das Ganze mache, die Standardtemperatur. Und das ist die reduzierte Wärme und das ist die Entropieänderung in dem Labor. Wenn Wärme zugeführt wird, ist es eine Zunahme und wenn Wärme aus dem Labor in die Reaktion, in das Reaktionsgefäß fließt, dann ist es eine Abnahme der Entropie im Labor. Die reduzierte Wärme, Q durch T, das ist eine Summe von dQ durch T. Aber weil die Temperatur T ja immer die gleiche ist, gilt für dQ immer das gleiche T im Nenner und deswegen kann ich die einfach so addieren. Und deswegen ist es Q durch T. Und Q durch T ist also jetzt die Entropieveränderung im Labor. Das habe ich hier geschrieben. Aus diesem, hier entsteht dieses Q durch T. Und wodurch kommt das Q? Durch das Delta H. Da ist das ja die Quelle. Das heißt also, Q durch T kann ich dadurch ausdrücken, dass ich sage, die Wärme ist minus Delta H. Das ist genau das, was hier oben steht zum Beispiel. Hier wird Wärme abgegeben und diese in die Umgebung, sagen wir mal jetzt hier, 46 Kilojoule pro Mol Ammoniak. Und das beruht aber darauf, dass der Wärmeinhalt von dem NH3 eben geringer ist als der Ausgangswärmeinhalt. Und deswegen ist die Wärme, die tritt hier positiv in der Umgebung auf und negativ in der Reaktion. Und das ist hier genau das. Wenn ich hier also Q, sehen wir mal an, positiv wäre hier, dann hätte ich hier Q durch T, die reduzierte Wärme. Und das ist aber als Delta H der Reaktion ist das negativ. Und deswegen muss ich das Delta H der Reaktion noch mit minus 1 multiplizieren, um daraus die positive Wärme zu machen, die ich im Labor finde. Deswegen, daher kommt dieses Minuszeichen. Dieses Vorzeichen sind immer der teuflische Teil dabei. Also ich muss dieses Delta H, das Vorzeichen umdrehen und dann bekomme ich Q durch T und das ist genau die Entropie, Veränderung, die ich in dem Labor habe, die aus der Wärme
der Reaktion kommt. Dadurch hängt die Reaktion und die Umgebung zusammen, durch diesen Austausch von Q, durch die Produktion und die Aufnahme von Q. Das ist der Kern der Sache. Das heißt, jetzt kann ich also sagen, die Entropieänderung in dem Labor besteht aus der Entropieänderung in meiner Reaktion und der Entropieänderung in meinem Labor, die ich durch den Wärmeaustausch habe. Und wenn man sich das klar macht, ist man praktisch schon fertig, denn dann kann man Folgendes schreiben. Delta S total für das Gesamtsystem ist Delta S in der Reaktion und Delta S in der Umgebung. Surrounding habe ich geschrieben. Wenn man das viel Englisch liest, dann kommt man eben auf die Surrounding. Und das ist diese Summe. Und das wäre also jetzt Delta S. Und die Delta S der Umgebung, das ist genau das hier, ist minus Delta H durch T. Minus Delta H für die Reaktion durch T. Und das heißt also, aus dieser Gleichung, die kann ich so formulieren. Der Witz ist eben der, dass ich die Umgebung nicht mehr drin habe, sondern dass ich das auch aus der Reaktion nehme. Weil ich eben weiß, dass die Kopplung zwischen der Reaktion und der Umgebung eben durch diesen Wärmeaustausch stattfindet. Das wäre also jetzt für einen spontanen Prozess. Die Gesamtentropie nimmt zu, das ist die Reaktionsentropie, die Umgebungsentropie und das ist diese Summe und die ist größer als 0 für einen spontanen Prozess. Keine Messung in der Umgebung nötig. Das ist der Kern der Sache. Die Umgebung brauche ich nicht zu messen, weil ich weiß, wie in der Umgebung die Entropieänderung entsteht, eben aus der Reaktion. Das ist das Kunststück dabei. Und dann ist man praktisch fertig. Dann kann man sagen, man kann diese Ungleichung hier mit T multiplizieren. Dann hat man T mal Delta S minus Delta H ist größer als 0. Und man kann sie dann noch mit minus 1 durchmultiplizieren. Dann steht hier Delta H minus T mal Delta S. Das ist dann aber kleiner 0, denn wenn ich das mit der Faktor minus 1 multipliziere, dann muss ich natürlich das Ungleichheitszeichen umdrehen, das kleiner größer Zeichen umdrehen. Und was habe ich gemacht? Mit minus 1 multipliziert und dieses Zeichen umgedreht. Das ist dann das, was entsteht, das ist also trivial. Und dann kommt man zu dieser Aussage, die hier steht, mit T gleich konstant und P gleich konstant. Das waren die Voraussetzungen. P gleich muss konstant sein, damit ich H verwenden kann, die Entropie. Das war ja alles nur bei P gleich konstant. Also mit T gleich konstant und P gleich konstant gibt Delta von H minus T mal S ist kleiner 0 für spontane Reaktion. Denn Sie sehen jetzt, wenn Sie das Delta hier reinbringen, haben Sie Delta H und Delta T gibt es ja nicht. T ist ja konstant. Dann haben Sie Delta H minus T mal Delta S, das ist genau, was hier steht, kleiner 0 für spontane Reaktion. Das ist der Kern der Sache. Da kommt man hin. Und das ist kein Zauberkunststück, sondern das liegt eben an dem, was ich Ihnen hier erläutert habe. Ich habe dann geschrieben, G gleich H minus T mal S ist eine neue extensive Zustandsfunktion, das hatte ich ja schon erläutert, die freie Enthalpie oder Gibbs-Energie. Gibbs hat das im Jahre 1876 eingeführt, diese Größe G. Und der Schlüssel ist jetzt eben das, was ich geschrieben habe. Der Wert dieser Funktion liegt darin, dass bei T gleich konstant und P gleich konstant, und das sind die Bedingungen, die Sie in der Biochemie immer haben, alle spontanen Reaktionen in Richtung der Abnahme von G verlaufen. Delta G ist ja negativ. Spontane Reaktionen laufen mit Delta G negativ ab. Das ist der Kern der Sache. Alle Reaktionen laufen in Richtung der Abnahme von G ab. Nach so einer Funktion hat man eben gesucht. Bis zum Gleichgewicht ist Delta G kleiner als 0 und danach, wenn man weitergehen würde in der Reaktion, dann würde Delta G ja größer als 0 werden. Die gibt es also nicht mehr, diese Reaktion. Und im Gleichgewicht ist Delta G gleich 0. Man hat also G und mit der Reaktion nimmt G ab, fällt und Delta G ist also kleiner als 0, negativ, es fällt und fällt. Und dann bekommt man das Gleichgewicht und da ist Delta G gleich 0. Da ist die Tangente eben eine Gerade. Und weiter würde also Delta G ansteigen, dann wäre die Rückreaktion spontan. Das ist hiermit gesagt. Delta im Gleichgewicht ist Delta G gleich 0. Und das heißt eben, das habe ich geschrieben, im Gleichgewicht hat G ein Minimum. Eine Funktion, die mit Delta G minus ankommt und dahinter mit Delta G plus hochgeht, die hat dazwischen ein Minimum mit Delta G gleich 0. Im Gleichgewicht hat G ein Minimum. Das ist der Kern der Sache. Zu diesem Minimum von G verlaufen also die biochemischen Reaktionen.
Und wenn man hier nicht p gleich konstant hätte, sondern zum Beispiel v gleich konstant, dann hätte man, wäre nicht g die Funktion, die das Ganze bestimmt. Die Funktion g hängt eben an diesem t gleich konstant und p gleich konstant. Aber in der Biochemie ist das ja so und deswegen ist für die Biochemie g eben entscheidend. Ich habe dann geschrieben, im Gleichgewicht hat der Reaktionsquotient Q den Wert K. Das bezieht sich auf das Massenwirkungsgesetz von der vorigen Tafel. Und das hatte ich Ihnen ja erläutert. Und Sie sehen jetzt aber daran, dass man sagen kann, im Gleichgewicht habe ich zwei Bedingungen erfüllt. G hat das Minimum und Q wird K. Also wird irgendwo eine Beziehung bestehen zwischen diesem Minimum von G und der Größe K. Und die gibt es auch wirklich, und das werden Sie im Folgenden sehen, aber das erkennen Sie also hier, es gibt eine Beziehung zwischen G und K. Dann habe ich als Ergänzung jetzt noch geschrieben, das ergibt sich ja im Grunde aus dem, was gesagt ist, alles ganz einfach. G berücksichtigt die Wärmebilanz und die Ordnungsbilanz einer Reaktion, weil ja eben nicht nur die H da drin steckt, sondern auch diese Ordnungsfunktion S. Und viele Reaktionen laufen unter Abnahme von H und Zunahme von S ab. Das ist sozusagen die Idealreaktion. Wenn hier H negativ S ist und S ist positiv, dann ist dieses Delta natürlich immer negativ und diese Reaktion wird in jedem Falle ablaufen. Das ist ein häufiger Fall. Aber ich habe geschrieben, eine Zunahme von H, das wäre also eine endotherme Reaktion, bei der H in die Reaktion transportiert wird, ist auch möglich durch eine starke Zunahme der Unordnung S. Das wäre also die Größe S, die sie hier stark zunimmt, eine Unordnung S, sodass auch endotherme Reaktionen spontan ablaufen können. Das sehen Sie ja jetzt direkt, wenn H positiv ist, dann ist das zwar für die Ungleichung schlecht, aber wenn ich S im großen positiven Wert habe, dann ist minus T mal S natürlich ein großer negativer Wert und dann kann das kleiner als 0 sein und dann habe ich spontane endotherme Reaktionen. Das ist ja nun sehr, sehr einfach. Der Kern der Geschichte ist, dass man sich eben klar macht, wie man zu dieser Funktion H minus T mal S kommt und warum diese Gleichung Delta G kleiner 0 gilt. Und Sie sehen, man hat jetzt diese Umformung mit der Multiplikation und dem Vorzeichen, dem Umkehr der Vorzeichen gemacht, damit man sagen kann, G hat ein Minimum. Und das wollte man eben gerne und deswegen hat man das so umgeformt. Ja, das ist die wunderbare Formulierung der Funktion der Energie G durch den Gips. Und wie man mit dieser Gipsenergie jetzt praktisch umgeht, das will ich Ihnen auf den folgenden Tafeln zeigen. Gut, meine Damen und Herren, ich habe also Ihnen auf der vorigen Tafel die Gipsenergie vorgestellt. Und ich will Ihnen jetzt in den folgenden Tafeln darstellen, wie man damit rechnen kann. Und bevor ich das mache, will ich aber doch noch etwas zu dem Gips sagen. Deswegen habe ich hier nochmal geschrieben, G gleich H minus T mal S, Klammer auf, Gips, 1876, Klammer zu. Der Gips ist der erste Amerikaner, der jetzt hier auftritt. Und das ist eben auch die Zeit, zu der der Aufstieg Amerikas zu dieser wissenschaftlichen Weltmacht begonnen hat. Und der Gips ist also ein Zeitgenosse von dem Boltzmann. Beide sind ganz in der Nachbarschaft von 1835 geboren und in der Nachbarschaft von 1905 gestorben. Und beide sind theoretische Physiker gewesen, die nie ein Experiment gemacht haben. Und beide haben sich beschäftigt, ganz entscheidend oder ausschließlich praktisch, mit der Thermodynamik und der statistischen Mechanik. Der Gips ist von einem technischen Studium dazu gekommen in Yale und er hat also die erste Doktorarbeit in dem technischen Studium gemacht, die in Amerika gemacht worden ist oder den ersten Doktortitel verliehen bekommen, der in dieser Richtung in Amerika verliehen worden ist im Jahre 1863. Und von dieser technischen Seite ist er zur Thermodynamik gekommen. Das ist im Grunde ja nicht so verwunderlich, denn bei der Technik war ja die Theorie der Dampfmaschine wichtig. Und die Thermodynamik ist ja aus der Theorie der Dampfmaschine entstanden. Und so ist er also zur Thermodynamik und von da dann zur statistischen Mechanik gekommen.
1866 ist er für ein Jahr nach Europa gereist, zu den großen wissenschaftlichen Zentren. Und 1870 ist er in Yale Professor für theoretische Physik geworden. Und das hat er bis zu seinem Lebensende eben im Jahr 1903, glaube ich, gemacht. Und die Besonderheit der Gibbs'schen Thermodynamik ist die große mathematische Komplexität und die große Abstraktion. Er hat sich also mit der Thermodynamik in abstrakter Form beschäftigt, ohne Rückgriff auf irgendwelche molekularen Modelle, mit Absicht nicht, um das Ganze eben nicht auf solchen Modell aufzubauen. Und das hat dazu geführt, dass das mathematisch auf der einen Seite, und das war sein Ziel eben, dass die mathematische Durchdringung außerordentlich war und die Abstraktion eben außerordentlich war. Und das hatte einen Nachteil und einen Vorteil. Der Nachteil war der, dass die Zeitgenossen im Grunde das allgemein kaum verstanden haben, was der Gibbs also da gerechnet hat und was er produziert hat. Wegen der komplexen Mathematik und der großen Abstraktion. Und der Vorteil war aber der, dass sich später herausgestellt hat, dass vieles von dem, was man später gemacht hat, im Grunde der Gibbs schon in seiner abstrakten Version vorgerechnet hatte, sozusagen. Das war in der Gibbs'schen Version schon drin. Das war aber so abstrakt, dass man das gar nicht gemerkt hatte, dass der Gibbs das schon alles bestimmt hatte. Sodass der Gibbs immer berühmter und berühmter geworden ist, im Grunde mit fortschreitender Zeit. Und die Thermodynamik war eben mit Absicht eine phänomenologische Thermodynamik. Er hat sich also beschäftigt mit der Temperatur, dem Druck, dem Volumen, der Enthalpie, der Entropie und so weiter, ohne Rückgriff auf molekulare Modelle. Und dann hat er außerdem eben ganz wichtige Beiträge geleistet, dann weiterhin zur statistischen Mechanik. Das sind aber im Prinzip getrennte Dinge gewesen. Das war so abstrakt, dass das eben unabhängig war von der statistischen Mechanik. Ja, sind ein paar Worte noch zu dem Gibbs, aber dann will ich zu dem eigentlichen Vortrag zurückkommen. Wie rechnet man jetzt mit G? Und ich will allerdings noch eine Sache dazu ergänzen, weil ich jetzt G sage. Der Gibbs hat insbesondere sich natürlich gekümmert, nicht natürlich, aber insbesondere sich gekümmert um die Frage nach den Gleichgewichtsbedingungen. Und eine Gleichgewichtsbedingung ist eben G. Die im Gleichgewicht von Reaktionen, bei denen P und T konstant sind, da kann man eben sagen, G hat ein Minimum. Sie sehen also, das ist, wie das mit der Gibbs'schen Thermodynamik zusammenhängt, und der Suche nach Gleichgewichtsbedingungen. Das muss ich noch ergänzen natürlich. Gut, wie rechnet man jetzt mit G? Man führt zwei Begriffe ein, Delta G F0 und Delta G Rx0. F steht für Formation und Rx für Reaction. Und hier oben habe ich Ihnen dargestellt, wie man Delta G Formation einführt, und das ist genau das gleiche, wie man Delta H eingeführt hat im Grunde, im Prinzip. Und das habe ich jetzt hier geschrieben, und das will ich Ihnen an einem Beispiel vormachen, wie man das macht, wie man Delta G Formation einführt und berechnet. Ich habe das geschrieben, Delta G Formation ist analog zu Delta H Formation, die Änderung von G bei der Bildung von 1-mol-Substanz aus den stabilsten Formen der Ausgangsatome, die laut Vereinbarung Delta G Formation 0 haben. Das ist wie bei H. Delta G Formation kann man aus den Tabellenwerten für Delta H Formation und die Entropie S ausrechnen. Das sehen Sie ja hier schon. Sie haben ja im Grunde die Bausteine für G schon da. Und wie man das macht, das will ich Ihnen hier vormachen. Wenn man diese Sätze liest, versteht man vielleicht nicht genau, was gemeint ist, aber an einem Beispiel kann man das leicht sehen. Delta G Formation für 1-mol Glucose, sagen wir mal. S steht für Solid, also feste Glucose, C6H12O6. Und die Delta G ist also Delta G Formation mal Delta H minus T mal Delta S. Delta G, Delta H minus T mal Delta S. Delta H der Formation, der Bildung, das haben wir schon berechnet, das gibt es schon als Tabelle. Und die Temperatur T ist kein Problem. Und was ist jetzt mit Delta S?
Delta S, das habe ich Ihnen hier aufgeschrieben. Delta S bedeutet also, dass man sagt, man nehme die Entropiewerte auf der rechten Seite der Reaktion und ziehe davon die Entropiewerte der linken Seite ab. Ganz einfach. Und wenn man das macht, dann habe ich Ihnen hier die Reaktion hingeschrieben. 6 Mol Kohlenstoff, Kohlenstoff als Graphit, plus 6 Mol Wasserstoffgas, plus 6 Mol Sauerstoffgas, das sind die definitionsgemäß die Bausteine, die ich verwenden muss, reagieren zu einem Mol Glucose, C6H12O6. Und dann heißt es nichts weiter, als dass man sagt, also man nehme die Entropiewerte rechts, das kann man der Tabelle entnehmen. Das wäre hier für Glucose ist das 212. Die Dimension ist Joule pro Mol mal Kelvin, die habe ich jetzt nicht dahinter geschrieben. Das sind also 212 einmal. Das ist die rechte Summe. Und links habe ich eine wirkliche Summe. Das ist einmal 1 Mol Graphit, das hat 5,7. Entropie mal 6, 6 mal. Wasserstoff hat 131 mal 6, Sauerstoff hat 205 mal 3. Und das muss ich addieren. Dann muss ich von dem rechten, von der rechten Summe die linke Summe abziehen. Und das habe ich hier oben gemacht. Delta S ist die rechte Summe, das ist ja nichts weiter als die 212, minus der linken Summe. Minus Klammer auf, 6 mal 5,7 ist 34,2. Und so weiter, Klammer zu, und dann habe ich diese Differenz, und das ist minus 1223 Joule pro Mol mal Kelvin. Und hier habe ich geschrieben Joule mit Ausrufungszeichen, die anderen Werte sind immer in Kilojoule angegeben, also kann man sagen, das ist 1,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Das ist die Differenz der Entropiewerte, rechts minus links. Und da bin ich fertig, dann kann ich die Gleichung einsetzen. Delta HF nehme ich aus der Tabelle, das sind minus 1274 Kilojoule pro Mol für die Glucose. Und minus, das ist dieses Minuszeichen, mal, Klammer auf, die Temperatur, 300 Kelvin, mal, Klammer auf, Delta S. Und Delta S ist minus 1,22 Kilojoule pro Mol mal Kelvin, das habe ich geschrieben. Und wenn man das ausrechnet, dann kommt man zu dieser Summe und das sind minus 914 Kilojoule pro Mol. Und das ist jetzt also die Delta G der Bildung für Glucose, für ein Mol Glucose, Delta G. Ausgerechnet aus den Tabellenwerten, die man schon hat, aus den H-Werten und den S-Werten der Tabelle. Und so kann man das natürlich für jedes Molekül machen, für die man eben die H- und S-Werte hat. Und dann kriegt man am Ende riesige Tabellen und einen kleinen Ausschnitt aus dieser Tabelle habe ich Ihnen hier aufgezeichnet. Links schreibt man hin zum Beispiel 1 Mol Glucose, S für Solid und schreibt also drauf, ich habe hier geschrieben jetzt H-Energie, das heißt Delta HF0. Die H-Energie ist minus 1274 Kilojoule. Dann habe ich hier rechts die Entropie, die ich auch schon vorgestellt habe, das sind diese 212. Und jetzt neu ausgerechnet, nach diesem Schema hier oben, minus 912 Kilojoule G-Energie, das heißt Delta GF0. Und so kann man also jetzt diese Tabelle auffüllen und ich habe Ihnen hier für eine Reihe von Molekülen das aus der Tabelle abgeschrieben. Ich habe hier unten geschrieben Wasser zum Beispiel in zwei Versionen, einmal in der gasförmigen Version und einmal in der flüssigen Version. Und Sie sehen zum Beispiel bei der gasförmigen Version haben Sie hier 189 Joule pro Kelvin Entropie und in der flüssigen Version haben Sie natürlich wesentlich weniger Entropie, 70 Joule pro Kelvin. Ja, so kommt man also zu dieser Tabelle. Ich habe das nochmal geschrieben. Das Gas ist also unter den Standardbedingungen eben einmolar. Eine Flüssigkeit ist eine reine Flüssigkeit, eine feste Substanz ist eine reine feste Substanz. Die Lösung wäre einmolar. Und die Temperatur ist immer 25 Grad Celsius. Darauf beziehen sich also diese Werte. Und das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist, dass man jetzt sagt, gut, dann können wir mithilfe dieser Tabelle auch für Reaktionen, bei denen diese Moleküle jetzt umgesetzt werden, Delta G der Reaktion unter Standardbedingungen berechnen. Das ist Delta G Reaction. Und das macht man genau wie für Delta H. Ich habe es Ihnen aber doch nochmal hier unten aufgeschrieben.
weil es wichtig ist, das ganz sicher zu, vor sich zu sehen, an einem Beispiel. Delta G für eine Reaktion, ganz analog wie Delta H für die Reaktion, als Beispiel Delta G für die Reaktion, die Verbrennung von Methan, 1 Mol Methan plus 2 Mole Sauerstoff zu 1 Mol Kohlendioxid plus 2 Mol Wasser. Und das Wasser soll also hier flüssig sein. Das andere ist natürlich alles gasförmig. Das Wasser wollen wir aber, will ich hier also als flüssiges Wasser einsetzen. Soll also als flüssiges Wasser hier produziert werden. Ja, was ist jetzt Delta G der Reaktion? Das ist nichts weiter, als dass ich die G-Werte, die ich hier rechts habe, aufsummiere und davon die G-Werte, die ich hier links habe, abziehen, diese Summe. Die rechte Summe minus der linken Summe, das ist alles. Und was ist die rechte Summe? Das habe ich hier aufgeschrieben. Die rechte Summe ist einmal der G-Wert für CO2, einmal CO2, der G-Wert von CO2. Wo ist es? CO2. Und hier haben wir die G-Energie Delta GF0 minus 394. Das steht einmal minus 394. Plus zweimal der G-Wert von Wasser flüssig, zweimal Wasser, hier ist Wasser flüssig. Das ist minus 237, das steht hier. Das ist die rechte Seite, minus der linken Seite. Die linke Seite ist jetzt also einmal der Wert für das Methan. Wo ist Methan? CH4, einmal minus 51, da steht es. Einmal minus 51, plus zweimal der Wert für Sauerstoff. Sauerstoff ist ja 0. Wir haben hier nur die G-Werte, die uns hier interessieren. Und dann steht diese einfache Summe da und das sind, wenn man es ausrechnet, minus 817 Kilojoule für diesen Formelumsatz der Verbrennung von Methan. Das ist Delta-G-Reaktion, ganz einfach. Und man muss sich jetzt klar machen, was das eigentlich bedeutet, diese Rechnung, das habe ich hier unten nochmal geschrieben. Delta-G der Reaktion ist unter Standardbedingung, das heißt eben immer Atmosphärendruck und Raum- und Zimmertemperatur 25 Grad. Delta G der Reaktion ist die Alternative, die ich aufgeschrieben habe. Auf der einen Seite ist es so, alle Atome in der rechten Konfiguration, das wäre also diese Konfiguration, und mit dem rechten Zustand der Unordnung, verglichen mit den gleichen Atomen, allen Atomen in der linken Konfiguration, das wäre diese Konfiguration, und dem linken Zustand der Unordnung. Und diese Differenz rechts minus links, wenn man das beides berücksichtigt, die atomare Konfiguration und die Unordnung, das ist Delta-G-Reaktion 0 für diesen einen Formelumsatz. Das muss man sich also klar machen. Dabei wird berücksichtigt die Bindung der Atome, denn auf der linken Seite und auf der rechten Seite steht ja die gleiche Anzahl von den gleichen Atomen. Nur hier sind die Atome eben in Form von Methan und Sauerstoff an und hier in Form von Kohlendioxid und Wasser. Ganz andere Bindungen, aber es sind die gleiche Menge von den gleichen Atomen. Und das muss man sich eben klar machen, dass die rechte Version der Bindung und der Unordnung minus der linken Version der Bindung der Unordnung für einen solchen Formelumsatz. Das ist diese Delta-G-Reaktion 0. Ja, wie man jetzt dann weiter mit dieser G-Energie rechnet, in der Praxis, das ist also sozusagen die Vorbereitung dafür, das will ich Ihnen auf den folgenden Tafeln darstellen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen dann auf dieser der letzten Tafel darstellen, wie man weiter mit G dann rechnet. Am Ende der vorigen Tafel hatte ich Ihnen ja Delta G0 für die Verbrennung von Methan vorgestellt. Und das war Delta G0 und das war natürlich eine vollständig fiktive Reaktion, denn die Komponenten waren ja alle in Standardbedingungen vorhanden und die Alternative war, alle Komponenten in der linken Konformation oder alle Komponenten in der rechten Konformation. Alle Atome so wie links oder alle Atome so wie rechts. Und das ist natürlich auch eine fiktive Situation. In der wirklichen Reaktion ist es ja so, dass die Komponenten nicht unter Standardbedingungen, also zum Beispiel nicht in Standardkonzentrationen, nicht vorhanden sind und dass sie auch
nicht so, dass die Alternative nicht alles in der linken Konformation oder alles in der rechten Konformation ist, sondern man hat eben eine Mischung. Einige Atome sind in der linken Konformation und andere Atome sind in der rechten Konformation. Aber nicht alle links oder alle rechts von der Gleichung. Und das heißt also, wir müssen jetzt die G-Energie betrachten für diese realen Situationen, diese Nicht-Standard-Situationen. Und das will ich Ihnen vorführen. Und das habe ich geschrieben, Non-Standard-G. Und die Ableitung der Formel, die dafür gilt, die habe ich Ihnen hier links dargestellt. Und die Anwendung, die habe ich Ihnen rechts dargestellt. Erst will ich also jetzt diese Ableitung der Formel darstellen, die Formel selber und ihre Ableitung. Worum geht es? Es ist hier, habe ich geschrieben, G0 ist H0 minus T mal S0. Das haben wir also jetzt gemacht und wir müssen jetzt von G0 zu G gehen. Und da habe ich geschrieben, G ist gleich H0 minus T mal S. Und das Erstaunliche ist natürlich, dass ich hier wieder H0 geschrieben habe und darauf komme ich gleich. Worum geht es jetzt also? Nehmen wir als Beispiel eine Reaktion, zum Beispiel diese hier, A mal A plus B mal B auf der einen Seite und auf der anderen Seite C mal C plus D mal D. Und jetzt eben unter Nicht-Standard-Situation. Und wenn wir uns mit dieser Situation beschäftigen wollen, Delta G für diese Reaktion, dann kann man sagen, gut, wann fangen wir an mit der Standardsituation, die wir kennen? Und wie verändert sich das Ganze jetzt, wenn wir zu Nicht-Standardsituationen gehen? Zum Beispiel die grundlegende Veränderung, die man macht dabei, ist natürlich, dass man eine Verdünnung macht. Dass man die Standardreaktion hat und ich gebe jetzt einfach ein Volumen Lösungsmittel dazu, zum Beispiel ein Volumen Wasser. Wie reagiert denn jetzt meine Reaktion, was den G-Wert anbelangt, auf diese Verdünnung, die G-Energie? Nun, das ist die Frage. Und dazu muss man sich jetzt klar machen, was in G steckt. In G steckt erstmal H. Und wie reagiert H jetzt auf die Verdünnung? In H steckt die innere Energie U und die Druckvolumenarbeit. Das hatte ich Ihnen ja dargestellt. Und in der inneren Energie U, da steckt die Bindung, stecken die Energien der chemischen Bindung. Also ob ich das als Methan habe, das Kohlenstoff, oder als Kohlendioxid. Das steckt also in der inneren Energie. Und das ändert sich natürlich bei der Verdünnung nicht. Da habe ich also kein Problem. Und der andere Teil von H, das war ja die Druckvolumenarbeit. Die spielt jetzt in dieser Situation hier keine Rolle. Und man kann das allgemeiner betrachten und dann kann man zeigen, dass auch die Druckvolumenarbeit eben bei der Verdünnung bei H in dieser Reaktion keine Rolle spielt, in dieser Formulierung keine Rolle spielt. Also bei H kann man sagen, kann man H0 belassen. Und dann haben wir T, gut, die Temperatur, da werde ich keine Veränderungen machen. Die muss ich also nicht berücksichtigen, weil sie sich nicht verändert. Und S, die Entropie, da ist die Frage, wie verändert sich die Entropie bei der Verdünnung? Und die ändert sich nun ganz wesentlich. Und um sich das klar zu machen, dass die Entropie sich bei der Verdünnung verändert, dazu muss man sich erinnern an die Ausdehnung eines Gases ins Vakuum. Diese Situation hier ist ganz vergleichbar, identisch mit der Ausdehnung eines Gases ins Vakuum. Bei dem Gas ins Vakuum, da hatte man ja gesehen, bei der Ausdehnung hatte sich die innere Energie nicht verändert, aber die Entropie hatte zugenommen, die Unordnung. Und man hatte gesagt, um die zu messen, da muss man für diese Ausdehnung einen reversiblen Prozess finden und das war der erste Schritt des Carnot-Prozesses, die isotherme Expansion des Gases. Das war ja reversibel und das musste man ja machen, man musste ja für die Entropieänderung einen reversiblen Weg finden. Und bei dem ersten Schritt des Carnot-Prozesses, da hatte sich gezeigt, das was ich hier geschrieben habe, Carnot-Zyklus, erster Schritt, die Wärme, die man zugeführt hatte, das war N, das war die Zahl der Mole des Gases, mal R mal T mal LNV2 zu V1, bei dieser isothermen Ausdehnung. Und
die Wärme, wenn man hier von rechts die Temperatur hier runternimmt, Q durch T, das ist die Entropieänderung, die reduzierte Wärme. Und Q war positiv, das wurde zugefügt, also hatte man eine Entropiezunahme. Und die Entropiezunahme war N mal R mal LnV2 durch V1. Das ist genau die Entropiezunahme, die man hatte. Und genau diese Entropiezunahme, die hat man jetzt auch, wenn sich, sagen wir mal, in meiner, wenn ich in der Reaktion Essigsäure habe und ich stelle der Reaktion jetzt doppelt so viel Volumen zur Verfügung, dann dehnt sich die Essigsäure in dem Volumen aus, ganz genau wie das Gas sich im Vakuum ausdehnt. Es braucht ja bei der Ausdehnung keine Arbeit zu leisten. Dieses neue Volumen wird ja der Essigsäure sozusagen gratis zur Verfügung gestellt. Und das ist also ganz genau das Gleiche. Und das ist der Einfluss der Verdünnung auf die Entropie. Und wenn man das anwendet, dann kann man sehen, dass die Entropie nach der Verdünnung von C0, der Konzentration C0, auf die Konzentration C, sprechen natürlich auch bei einer Konzentrierung, aber hier bei der Konzentrationsänderung von C0 auf C, sagen wir mal der Verdünnung auf C, so aussieht, dass man sagt, die neue Entropie ist die alte Entropie S0 minus R mal Ln Konzentration C durch Konzentration C0, der Ausgangskonzentration. Das ist genau die Anwendung dieser Formel auf diese Situation. Und Sie sehen daran Folgendes, wenn Sie jetzt das Volumen zum Beispiel verdoppeln, dann würden Sie die Konzentration ja halbieren. Dann würde hier oben stehen C0 halbe und hier unten C0. Und der Quotient wäre ein halb. Und dann hätten Sie hier Ln ein halb. Und ich habe Ihnen hier die Formel noch, die Zeichnung mal dargestellt für y gleich lnx. Wenn Sie hier zu ein halb gehen, dann haben Sie also bei dem Ln einen negativen Wert. Und dann wäre das negativ und das Ganze würde dann positiv werden. Und dann würden Sie also zu S0 eine positive Größe addieren. Und das heißt, die Unordnung würde größer werden. S würde größer werden, die Unordnung würde größer werden. Und das ist ja auch plausibel. Wenn Sie das Volumen vergrößern, dann ist es ja anschaulich, dass Sie wahrscheinlich die Unordnung vergrößern. Das ist also der wesentliche Punkt. Das ist die Anpassung von S an S0, oder die Anpassung von S0 zu S, wenn Sie so wollen, durch die Konzentrationsänderung. Und ja, wenn man das jetzt verwendet, dann muss man sagen, dann muss man jetzt das Delta G der Reaktion ausrechnen und das muss man eben im Wesentlichen nur anpassen, oder nicht nur im Wesentlichen, dann muss man nur anpassen die Entropie. Und die Entropieänderung in der Reaktion, die muss man jetzt also neu berechnen. Und das habe ich Ihnen hier unten vorgeführt. Und was Sie dabei bekommen bei der Anpassung, das habe ich Ihnen hier oben schon aufgeschrieben. Und wie man das rausfindet, wie man das berechnet, steht hier unten. Was man bekommt, ist Folgendes. Für diese Reaktion, A mal A plus B mal B auf der einen Seite und C mal C plus D mal D auf der anderen Seite, Delta G der Reaktion, ist Delta G 0 der Reaktion. Plus R mal T mal Ln von diesem Quotienten. C hoch C, Konzentration D hoch D und so weiter. Hier unten Konzentration A hoch A mal Konzentration B hoch B. Den Quotienten kennen Sie schon von früher. Das ist der alte Reaktionsquotient. Der tritt hier auf. Ohne dass wir ihn jetzt reingesteckt hätten direkt. Der tritt hier auf. Wie er auftritt, werde ich Ihnen eben zeigen. Das ist das Ergebnis. Auf diese Weise können Sie also die Delta G anpassen an jede Reaktion und deswegen ist das die Schlüsselgleichung der ganzen Geschichte. Das ist das Endergebnis dieser ganzen Rechnung, das ist die wichtigste Gleichung. Man kann wirklich sagen, das ist das Endergebnis dieser ganzen Rechnung. Und wie man zu dieser Gleichung kommt, das habe ich Ihnen hier unten dargestellt. Ich habe ja schon gesagt, man muss nur Delta S anpassen. Und ich habe jetzt also Delta S dieser Reaktion, wie sie hier steht, ausgerechnet hier. Und Delta S bedeutet also jetzt, dass Sie diese statt S0 einsetzen, diese rechte, korrigierte Seite. S0 minus R mal Ln. Und außerdem müssen Sie das natürlich mit dem stöchiometrischen Faktor multiplizieren. Und es ist vielleicht nicht ganz
so leicht zu lesen in der Größe, deswegen habe ich es Ihnen hier nochmal aufgeschrieben. Die Entropie der Komponente D, die mit dem stöchiometrischen Faktor klein d vorliegt, anpassen will, dann entsteht also der stöchiometrische Faktor mal S0 von d minus, das ist diese Formel genau, minus d, der stöchiometrische Faktor, mal r mal ln von der Konzentration von d. C0 ist ja 1, deswegen kann ich diesen Nenner hier weglassen. Das ist also die Anpassung für die Komponente D geschrieben. Und das muss ich einfach machen. Ich muss diese Größe für jede Entropie einsetzen. Und dann muss ich diese Größe hierfür plus dafür und das in eine Klammer setzen und davon die entsprechende Summe von der linken Seite abziehen. Das ist ganz einfach. Das kann man mit Papier und Bleistift ganz gut machen. Und ich habe das hier aufgeschrieben, Delta S der Reaktion ist jetzt also, eckige Klammer auf, der erste Ausdruck für die Komponente C. Das ist der stöchiometrische Faktor mal S0 von C minus der stöchiometrische Faktor mal R mal Ln Konzentration von C. Das ist dieser Ausdruck. Und dann muss ich die nächste dazu addieren, von D. Das ist, Klammer auf, D, der stöchiometrische Faktor, mal S0 von D, minus klein d, der stöchiometrische Faktor, mal R, mal Ln Konzentration D. Und dann habe ich die rechte Seite aufsummiert und da steht sie. Und das gleiche mache ich mit der linken Seite und dann nehme ich die rechte Seite und ziehe die linke Seite ab. Das ist dieses Minus. Das ist ganz einfach. Und wenn Sie das also vor sich haben, dann müssen Sie diese Summe jetzt ausrechnen und Sie sehen Folgendes. Ich habe hier rosa diese Elemente eingezeichnet und diese Elemente, die, wenn Sie das aufaddieren, dann sehen Sie nichts weiter, als dass Sie hier haben C mal SC, dann haben Sie hier und hier haben Sie D mal SD und minus A mal SA und minus B mal SB. Das sind nichts weiter als die alten Standardentropien und diese Summe ist nichts weiter als die alte, der alte Wert von Delta S0 für die Reaktion. Das sind ja die Nullwerte, die unkorrigierten Werte. Wenn Sie also diese rote Summe machen, das ist dieses plus dieses minus das, dieses Minuszeichen haben Sie hier und das Minuszeichen tritt Ihnen auch hier auf. Also das plus das minus das minus das. Dann haben Sie Delta S0 der Reaktion. Das habe ich Ihnen hier unten nochmal aufgeschrieben. Und das ist der erste Teil der Summe. Und der zweite Teil ist, dass Sie die grünen Komponenten aufsummieren müssen. Das wäre also jetzt hier unten, könnten Sie anfangen, zum Beispiel Minus mal Minus gibt ja Plus. Das ist das plus das minus diesem. Das wäre also die Summe. Und das müssen Sie ausrechnen und wenn Sie das ausrechnen, dann formt man das meistens um mit Hilfe der Rechenregeln für den Logarithmus und dann bekommt man diesen grünen Ausdruck. Das ist ganz einfach, es ist nur, dass man die Summe hinschreibt und wenn man die Regeln für den Logarithmus anwendet, dann habe ich Ihnen die hier nochmal rausgeschrieben. LnA plus LnB ist Ln von A mal B. LnA minus LnB ist Ln von A durch B. N mal LNA ist LN von A hoch N. Und LNA durch B ist minus 1 mal LNB durch A. Und das sind also die Grundregeln. Wenn man sie kennt, ist es das kleine A mal 1, sonst muss man sie sich aufschreiben. Und wenn man die anwendet auf diese grüne Summe, dann kommt man genau zu diesem grünen Ausdruck. Das ist ganz einfach. Wenn Sie also zum Beispiel hier oben diesen Ausdruck sich ansehen, klein c mal r mal ln von Konzentration c, dann können Sie diesen stöchiometrischen Faktor als Exponenten hier an die Konzentration hängen. Das ist diese Regel hier. Und das ist der erste Schritt zum Beispiel in der Umformung. Dann haben Sie diese Summe und wenn Sie das weiter umformen, kommen Sie genau zu diesem grünen Ausdruck. Jetzt haben Sie also Delta S der Reaktion angepasst. Und jetzt brauchen Sie aber Delta G. Und die Beziehung, das habe ich Ihnen hier oben stand es,
G war H0 minus T mal S. Also Delta G ist Delta H0 minus T mal Delta S. Und Delta S haben Sie ja schon ausgerechnet jetzt. Und das müssen Sie nur einsetzen. Delta G ist gleich Delta H0 minus T mal Delta S. Und Delta S ist dieser rechte Ausdruck. Den setzen Sie hier ein. Und das habe ich geschrieben. Delta S0, Reaktion habe ich jetzt weggelassen immer, minus R mal und mal Ln von Q. Das ist ja nichts weiter als der alte Reaktionsquotient. Und da habe ich diese Abkürzung gewählt. R mal Ln Q. Das ist diese Gleichung. Und wenn Sie sich das ansehen, dann sehen Sie, Sie haben hier Delta H0 minus T mal Delta S0. Und das ist nichts weiter als Delta G0. Und dann bleibt Ihnen übrig Delta G0 minus mal minus ist plus. Und dann multiplizieren Sie das T rein. Das ist plus R mal T mal Ln Q. Dann steht hier Delta G ist Delta G0 plus R mal T mal Ln Q. Dann sind Sie fertig. Denn diese Gleichung ist genau das hier. Und so kann man das also ganz einfach im Grunde anpassen. Das Günstige dabei ist eben, dass man die ganzen Veränderungen in der Entropie findet und man nur die Entropie berücksichtigen muss. Und die Formel ist eben diese Formel hier oben, die man ableiten kann, auch aus der Ausdehnung des idealen Gases ins Vakuum zum Beispiel. Ja, das ist also die Ableitung und das ist diese außerordentlich wichtige Formel. Und wie man jetzt diese Formel verwendet und was diese Formel im Einzelnen bedeutet, das ist natürlich sehr wichtig und das will ich Ihnen an diesen Punkten, an diesen sieben Punkten hier klar machen und das will ich nach einer kurzen Pause separat machen. Meine Damen und Herren, ich will Ihnen dann in einigen Punkten diese Bedeutung der Gleichung Alpha erläutern. Ich habe als erstes geschrieben, wenn die Konzentration von A, B, C und D gleich ist, und zwar 1, dann ist dieser Quotient ja 1, ln1 ist 0, das sehen Sie hier nochmal an der ln-Kurve, und dann ist dieser Ausdruck 0 und dann haben Sie Delta G der Reaktion ist Delta G0 der Reaktion. Das muss ja auch so sein, so war ja Delta G0 definiert. Das ist also einfach. Ja, Punkt 2 habe ich geschrieben, Trennung von Chemie und Konzentration. Wenn Sie sich diese Gleichung ansehen, steckt hier die Chemie der Moleküle dahinter, Ammoniak, Glucose und so weiter. Und hier steckt nur noch die Konzentration der Moleküle dahinter, nicht mehr ihre Chemie. Natürlich sind das Moleküle, aber hier spielt die Chemie keine Rolle, hier tritt nur noch die Konzentration auf. Das ist interessant, sich das klar zu machen, denn es gibt auch Situationen, wo man diese Gleichung anwendet, wo gar kein chemischer Umsatz stattfindet. Zum Beispiel bei dem Transport von, sagen wir, Natriumionen durch die Membran, von einer hohen Konzentration zu einer niedrigen Konzentration. Die spontane Wanderung der Natriumionen durch einen Kanal in der Membran von hoher zu niedriger Konzentration. Dann haben Sie eine Delta-G, eine Delta-G-Differenz. Da steckt aber keine chemische Reaktion dahinter. Die Natriumionen bleiben ja die Natriumionen, nur die Konzentrationsdifferenz. Das ist also eine Anwendung, die auch in der Biochemie und der Zellbiologie eine große Rolle spielt. Und deswegen habe ich die Nummer 2 hier angeführt. Die Nummer 3, da habe ich geschrieben, Delta-G der Reaktion nach rechts ist minus 1 mal Delta-G der Reaktion nach links. Und das bedeutet also, dass die Delta-G-Werte dieser Hin- und Rückreaktion sich in dem Absolutwert nicht unterscheiden, sondern nur im Vorzeichen. Und das sehen Sie an dieser Gleichung auch. Was passiert jetzt, wenn wir diesen Pfeil umdrehen und Delta-G der anderen Reaktion berechnen würden? Das wäre also die Reaktion, das wäre der untere Pfeil, wo A und B die Produkte wären und C und D das Ausgangsmaterial. Nun, wenn wir das machen, dann würden wir sagen, Delta G0 der Reaktion, das wäre, wenn wir den Pfeil umdrehen, wäre das umgekehrte Vorzeichen. Denn bei diesem Pfeil, bei dem oberen Pfeil, da haben wir ja gesagt, wir nehmen die G-Werte rechts und ziehen die G-Werte links davon ab. Und bei dem unteren Pfeil sagen wir, wir nehmen die G-Werte links und ziehen die G-Werte rechts davon ab.
und der Unterschied ist nur das Vorzeichen, wenn man das so umkehrt. Das heißt also, hier würde man bei Delta G0 der Reaktion das Vorzeichen umkehren. Der Fall gegengesetzt, also würde man hier das Vorzeichen umdrehen müssen für den entgegengesetzten Fall. Und wie sieht dieser letzte Term aus, R mal T mal Ln, wie verändert sich der Quotient? Sie sehen, bei dem Quotienten ist es so, dass im Zähler das Material steht, was hinter der Pfeilspitze steht. Hier war das C und D. Und wenn Sie diesen unteren Pfeil ansehen, dann steht an der Spitze A und B. Dann tritt hier im Zähler A und B auf und im Nenner C und D. Und das heißt, Sie würden also den Quotienten umdrehen müssen. Was passiert, wenn Sie den Quotienten umdrehen? Der Ln von dem Quotienten dreht das Vorzeichen um. Das ist alles. Die Größe ändert sich nicht, nur das Vorzeichen. Das habe ich nochmal geschrieben. Ln, wo habe ich es hier? Ln A durch B ist gleich minus 1 mal Ln B durch A. Das ist, können Sie mit dem Taschenrechner leicht nachgucken, dass das wirklich so ist. Und das heißt, Sie drehen hier das Vorzeichen um. Das heißt, wenn Sie den Rückpfeil ansehen, drehen Sie hier das Vorzeichen und hier das Vorzeichen um. Sie drehen also insgesamt nur das Vorzeichen um und das ist diese Aussage. Das können Sie also hier gut dran sehen. Und das ist der Punkt 3. Das, man kann also sagen, wenn Sie Delta G für eine Pfeilrichtung berechnet haben, dann haben Sie praktisch Delta G für die andere Pfeilrichtung auch berechnet, müssen nur das Vorzeichen umdrehen. Das nächste ist eine Anmerkung. Ich habe geschrieben, alle spontanen Reaktionen laufen mit Delta G negativ zu kleineren G-Werten ab. So war G ja konstruiert. Ende der Reaktion bei Delta G gleich 0, das ist das Gleichgewicht. Das war ja so konstruiert und die Triebkraft der Reaktion ist die Abnahme von G, das heißt Delta G negativ. Wenn dieses Delta G 0 wird und Sie keine Abnahme von G mehr haben, haben Sie keine Triebkraft mehr und dann haben Sie also das Gleichgewicht. An dieser Stelle habe ich noch ergänzt hier die Anmerkung 3 Stern, Rolle von Q habe ich geschrieben. Das soll Folgendes bedeuten, wenn Sie sich diese Gleichung ansehen, dann kann man sagen, dieser Reaktionsquotient Q, den können Sie ja, wenn Sie das im Reagenzglas selber ansetzen, willkürlich gestalten. Sagen wir Alkohol, Säure, Ester und Wasser, das können Sie ja reintun in den Mengen, wie Sie wollen und damit können Sie Q willkürlich wählen. Und wenn Sie sich das ansehen, können Sie also sehen, wenn Sie in der Reaktion C und D die Produkte der Reaktion weglassen, dann haben Sie hier 0. Und Ln von 0, das sehen Sie da oben, ist minus unendlich. Das heißt, das Delta G der Reaktion hat also in jedem Falle ein negatives Vorzeichen. Und wenn Sie die A und B weglassen, dann haben Sie hier den Quotient, der ist dann unendlich. Und Ln von unendlich, das sehen Sie auch an der Kurve, sehen Sie an der Kurve nicht direkt, aber Ln von unendlich geht gegen unendlich, das konvergiert nicht irgendwo, sondern Ln von unendlich ist unendlich, dann wird diese Größe Ln von unendlich unendlich positiv und dann ist Delta G positiv. Sie sehen also, je nachdem, wie Sie den Q zusammensetzen, kommen Sie von einem riesigen negativen Wert über 0 zu einem riesigen positiven Wert. Und das Vorzeichen wird also gesteuert durch Q. Das wollte ich hier ergänzen, das ist also wichtig, dass man sich das klar macht. Darauf komme ich später noch hier unter dem Punkt 6 zurück. Unter Punkt 4 habe ich geschrieben, mit Delta G gleich 0 folgt aus Alpha das Massenwirkungsgesetz. Wenn Sie sich das ansehen, sehen Sie ja, dass dieser Quotient, der hier aufgetreten ist, der alte Reaktionsquotient ist des Massenwirkungsgesetzes. Und den haben wir ja hier nicht reingesteckt, der ist hier aufgetreten, auf diesem Wege, aus dem Carnot-Zyklus. Und den haben wir hier nicht reingesteckt, der ist hier aufgetreten. Und das ist jetzt das ist überraschenderweise, wenn Sie so wollen, hier entstanden. Und wenn Sie jetzt Delta G gleich 0 setzen im Gleichgewicht, dann sehen Sie, dann haben Sie hier 0 und dann ist diese Summe 0 und das bedeutet, diese Größe und diese Größe müssen gleich sein, bis auf das Vorzeichen. Sie können also sagen, R mal T mal Ln Q ist gleich minus Delta G0 der Reaktion, eine Konstante im Gleichgewicht. Und das bedeutet aber, dass
das kann nur eine Konstante sein, wenn dieser Quotient eine Konstante wird. Und das ist die Aussage des Massenwirkungsgesetzes, dass dieser Quotient im Gleichgewicht eine Konstante wird. Und das sehen Sie aus dieser Formel. Das ist also der thermodynamische Beweis für die Richtigkeit des Massenwirkungsgesetzes. Das Massenwirkungsgesetz war ja ein empirisches Gesetz. Das hatte man gefunden, das funktionierte, aber warum es funktionierte, das wusste man nicht. Und hier sieht man, dass es funktionieren muss, das ist die thermodynamische Begründung dafür. Das ist der Punkt 4. Der Punkt 5, da habe ich geschrieben jetzt weiter, wenn man mit Delta G gleich 0 setzt hier, dann folgt ja eben direkt daraus, dass man sagen kann, Delta G 0 der Reaktion ist minus R mal T mal ln dieses Quotienten. Und wenn das 0 ist, dann ist dieser Quotient die Gleichgewichtskonstante K. Und dann heißt das also, Delta G 0 ist minus R mal T mal ln K. Das habe ich hier geschrieben. Delta G 0 gleich minus R mal T mal ln K. Und das können Sie auflösen nach K. K ist E hoch minus Delta G0 durch R mal T. Und nehmen Sie R mal T nach links, da haben Sie ln K und dann haben Sie K gleich E hoch minus Delta G0 durch R mal T. Und das sind die berühmten Gleichungen, die überall stehen und die immer wieder verwendet werden. Eine der wichtigsten Verwendungen ist natürlich, dass man Delta G0 kennt und dass man dann K ausrechnen kann, die Gleichgewichtskonstante. Das ist ja ungeheuer wichtig. Und für die Rechnungen, da benötigt man dann die Größe von R mal T und deswegen habe ich das hier hingeschrieben. R mal T bei 300 Kelvin ist 2,5 Kilojoule pro Mol. Das ist ja im Grunde sehr einfach. Der nächste Punkt ist der Punkt 6. Ich habe geschrieben, aus Alpha, aus dieser Gleichung und aus dem Punkt 5 hier, kann man Folgendes machen. Man kann sagen, dieses Delta G0, was ich hier habe, das kann ich durch minus R mal T mal ln K ersetzen in dieser Gleichung. Wenn ich das mache, dann steht also jetzt Delta G der Reaktion, Delta G der Reaktion ist minus R mal T mal ln K plus R mal T mal ln Q. Das ist genau diese Gleichung dann, ich habe hier nur Q geschrieben. Das hat also jetzt nichts mit der Gleichgewichtssituation zu tun, hier tritt zwar K auf, aber es gilt für jeden Reaktionsquotienten Q. Und wenn Sie das umformen, können Sie R mal T vor die Klammer setzen und dann haben Sie R mal T plus ln Q minus ln K. Und das heißt R mal T mal ln Q durch K. Das ist eine von diesen Regeln hier oben. Und dann haben Sie also Delta G gleich R mal T mal ln Q durch K. Und diese Formulierung, die zeigt Ihnen jetzt, dass das Vorzeichen von Delta G der Reaktion gesteuert wird durch den Quotienten Q durch K. Das sehen Sie jetzt in diesen Erläuterungen. Wenn Q kleiner als K ist, dann haben Sie hier Q durch K ist dann kleiner als 1 und das gibt hier ein negatives Vorzeichen. Und deswegen ist Delta G negativ. Für Q kleiner als K ist Delta G negativ, Q wächst zu K. Und die Reaktion nach rechts ist spontan, denn für diesen Fall hat man ja ein negatives Delta G. Wenn Q gleich K ist, dann haben Sie hier 1, ln 1 ist 0, Delta G der Reaktion ist 0, das ist das Gleichgewicht. Und wenn Q größer als K ist, dann ist das Delta G der Reaktion positiv. Das sehen Sie, wenn Q größer als K ist, ist das größer als 1 und dann ist der ln positiv. Dann ist Delta G positiv. Und dann ist Delta G der Gegenreaktion negativ. Und dann ist die Gegenreaktion spontan. Sie sehen also, die Richtung der Reaktion kommt aus Q durch K. Oder die andere Sache ist natürlich wie früher durch Delta G gleich negativ. Beides ist gleichwertig. Das sehen Sie hier an. Die Richtung der Reaktion kommt also aus Q durch K oder aus Delta G negativ. Die Gleichgewichtskonstante K, die kommt aus Delta G 0. Das muss man sich also klar machen. Delta G0 bestimmt also nicht die Richtung der Reaktion. Die Richtung der Reaktion kommt ganz woanders her. Delta G0 bestimmt die Gleichgewichtskonstante. Das ist die Anmerkung 6 und die Anmerkung 7. Die letzte Anmerkung, da habe ich geschrieben, in der Biochemie Kopplung von Reaktion mit der Hydrolyse von ATP. Da habe ich Ihnen drei Zeilen aufgeschrieben, jetzt ganz kurz. Dahinter steckt Folgendes.
In der Biochemie will man synthetisieren, zum Beispiel A plus B zu AB. Und dann sagt man, gut, dann gehe ich hin und aus den Tabellenwerten und aus der sehr einfachen Stöchiometrie in dem Fall kann ich also den Delta G0 ausrechnen und aus Delta G0 kann ich die Gleichgewichtskonstante K ausrechnen. Und wenn sich dann herausstellt, dass K eine kleine Zahl ist, 0,1 sagen wir mal, oder noch kleiner, K wäre 0,1, dann würde das eben bedeuten, das wäre ein Zehntel, das heißt, das Verhältnis Produkt AB zu A mal B wäre eben ein Zehntel. Und damit kann ich natürlich schlecht AB synthetisieren, vor allen Dingen, wenn die Konstante natürlich noch viel kleiner wird. Und das ist natürlich jetzt das Problem der Biochemie, dass man sehr viele solcher Synthesen hat, die so eine schlechte Gleichgewichtskonstante haben. Und dieses Problem, das wird in der Biochemie jetzt gelöst, das sieht ja erstmal wirklich katastrophal aus, aber die Biochemie hat eine Lösung dafür gefunden. Und die Lösung ist die, dass die Biochemie diese Reaktion nicht alleine ablaufen lässt, sondern koppelt mit einer oder mehreren, aber sagen wir mal jetzt mit einer anderen Reaktion, die bei der Delta G eben stark negativ ist, und dann hat man eben insgesamt eine gute Gleichgewichtskonstante. Das heißt, man koppelt das mit einer anderen Reaktion, und diese Kopplung, das ist der Trick, das muss die Biochemie fertigbringen. Und wie die Biochemie das fertigbringt, das ist eben das Wunderwerk der enzymatischen, der Enzyme, die daran beteiligt sind. Und der Enzymkomplex macht eben nicht eine Reaktion, sondern er macht zwei Reaktionen oder vielleicht noch mehr. Er macht zwei Reaktionen gleichzeitig. Und in der Summe dieser Reaktion entsteht dann eben AB. Und in der Summe dieser Reaktion habe ich eine sehr gute Gleichgewichtskonstante. Und wie das aussieht, das habe ich Ihnen hier unten nochmal mit Zahlen aufgeschrieben. Die Reaktion 1 mit Delta G0 gleich 10 Kilojoule pro Mol. Wenn ich hier 10 Kilojoule pro Mol einsetze, dann habe ich 10 durch 2,5 ist 4, E hoch minus 4 wäre das. Also das ist keine schöne Gleichgewichtskonstante. Und das habe ich geschrieben, K1 ist E hoch minus 4. Und die Frage ist, wie kann ich das jetzt verbessern? Und das ist das Wunderbare eben, ich addiere eine zweite Reaktion dazu und lasse diese beiden Reaktionen zugleich ablaufen. Und die zweite Reaktion ist üblicherweise eben die Hydrolyse von ATP. Und das habe ich geschrieben, Reaktion 2, die Hydrolyse von ATP mit Delta G0 gleich minus 30 Kilojoule pro Mol. Und wenn ich das habe, minus 30 Kilojoule pro Mol, und das hier oben einsetze, habe ich minus 30 durch 2,5, das ist minus 12, das Vorzeichen umgedreht, ist E hoch 12. Die K ist also E hoch 12, das habe ich hier geschrieben, K2 ist E hoch 12. Und wenn ich die gleichzeitig koppeln kann, was wie gesagt ein biochemisches Wunderwerk ist natürlich, dann bekomme ich die gewünschte Reaktion, die hat Delta G0 minus 30 plus 10 Kilojoule pro Mol, das sind minus 20 Kilojoule pro Mol. Und wenn hier minus 20 steht, dann haben Sie hier minus 20 durch 2,5 ist minus 8, Vorzeichen umgedreht ist E hoch 8. Dann haben Sie jetzt also die Gleichgewichtskonstante für die Summe E hoch 8. Das ist ja eine ganz schön große Zahl. Und das ist natürlich eine sehr schöne Gleichgewichtskonstante. Und jetzt können Sie also diese Reaktion machen. Aber Sie müssen sie eben koppeln mit einer anderen Reaktion. Meistens eben, wie gesagt, mit einer anderen Reaktion, die Energie liefert. Meistens eben mit der Hydrolyse von ATP. Dafür gibt es jetzt in der Biochemie und in der Zellbiologie unendlich viele Beispiele. Und ich wollte also hiermit nur den Anschluss an diese Beispiele finden. Diese Beispiele finden Sie, wie gesagt, in riesiger Zahl in den Lehrbüchern. Ja, damit habe ich Ihnen das eigentlich zu Ende erzählt, die Geschichte und auch die Anmerkungen dargestellt. Und ich will noch sagen, sehr wichtig, was ich als Quelle benutzt habe für diese Darstellung. Und das habe ich hier aufgeschrieben. Ich habe vor allen Dingen zwei wichtige Quellen hier zu erwähnen. Das eine ist das Buch von dem Chemielehrbuch Raymond Chung, Chemistry, siebte Auflage aus dem Jahr 2002, erschienen bei McGraw-Hill. Da habe ich die Ableitung von G gleich H minus T mal S entnommen, mit kleinen Modifikationen, aber unbedeutend. Und das stammt also daher im Wesentlichen. Und
Diese Ableitung Non-Standard G, die beruht ganz wesentlich auf einem Video von Mr. Grodzki Chemistry. In einem Wort, Mr. Grodzki Chemistry, ein Wort. Das Video trägt den Titel Gibbs Free Energy Non-Standard Derivation. Und das ist das hier. Ich habe das hier vorne etwas hoffentlich verbessert. Aber das ist die wesentliche Quelle dafür. Ja, dann habe ich Ihnen also auch noch die wichtigen Quellen genannt. Und Sie sehen jetzt also, ich will Ihnen weitere Anwendungen dieser Formeln jetzt nicht erläutern. Die finden Sie in riesigen Mengen in den Lehrbüchern der Biochemie und der Zellbiologie. Ich will Sie nur dahin führen, dass Sie diese Anwendungen eben gut verstehen. Deswegen habe ich das gemacht. Gut, damit bin ich dann wirklich am Ende dieses Vortrages angelangt.